Sehr geehrte Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Frau Dr. Katharina Kubik. Guten Tag. Sie ist Anwältin bei Freshfield Bruckhaus Deringer. Ich freue mich, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben schon im Februar miteinander damals telefoniert. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich habe eine österreichische Nummer angerufen und gemeldet haben Sie sich aus London, weil dort ist das Headquarter. Ja, und daher meine erste Frage. Damals haben wir von Corona noch nicht gewusst, dass es dann diesen Shutdown gibt. Wie haben Sie dann die nächste Zeit verbracht? Also die Aufnahme konnten wir nicht machen aufgrund der Pause. Wie haben Sie diese Zeit danach erlebt? Waren Sie dann in London? Also es war eine sehr spannende Zeit, ich glaube für alle von uns. Tatsächlich, wie wir das erste Mal miteinander kommuniziert haben, war ich noch in London. Da war ich auf Secondment für 5 Monate, was bei uns in der Kanzlei immer wieder möglich ist, an verschiedene Standorte zu reisen und dort zu arbeiten. Bei mir war es eben London. Und das hätte eigentlich bis Ende März dauern sollen, das Secondment. Ich war dann zufällig Mitte März für ein paar Termine in Wien, die dann alle der Reihe nach gecancelt worden sind und hätte dann am 13. März, glaube ich, war es, wo der komplette Shutdown ja verkündet wurde, hätte zurückfliegen sollen und haben mich dann dagegen entschieden, noch einmal nach London zurückzufahren. Das heißt, ich bin mehr oder weniger aus meinem Secondment direkt in den Lockdown hier in Wien gegangen. Und bei uns in der Kanzlei war das dann so, dass wir eigentlich dann ab Mitte März ins Homeoffice gegangen sind, was nicht von ersten Tag an reibungslos funktioniert hat, aber sich über die Zeit dann wirklich als sehr gut und manageable herausgestellt hat. Also wir haben über 2 Monate doch sehr, sehr gut im Homeoffice gearbeitet. Das Remote Working hat für alle sehr gut funktioniert. Natürlich mit ein bisschen Schwierigkeiten. Man musste die Kommunikation umstellen, man sieht sich nicht mehr so. Aber es hat, finde ich, sehr, sehr gut funktioniert, die 2,5 Monate. Und jetzt sind wir wieder zurück im Büro. Danke für den Überblick. Warum ich Sie damals im Februar angerufen habe, war die neue Fachzeitschrift AVR, die Zeitschrift für Abgabenverfahren und Rechtsschutz. Sie erscheint im Linne Verlag alle 2 Monate. Jetzt haben wir schon das dritte Heft. Genau. Und ich möchte Sie daher fragen, Sie sind Mitherausgeberin und ich finde die Zusammenstellung der Herausgeberschaft ist sehr gut gelungen. Nämlich Sie als Anwältin, dann immer unser Vizepräsident Christian Lennes, eine Steuerberaterin Maria Linzer-Strasser, der Universitätsprofessor Klaus Staringer und dann noch vom BMF Martin Fock. Daher meine Frage, wie klappt die Zusammenarbeit und haben Sie eine Themenaufteilung? Wer kümmert sich um die Rechtsprechung und verraten Sie vielleicht, was im dritten Heft drinnen ist? Sehr, sehr gerne. Also ja, ich finde auch, dass dem Linde Verlag eine sehr gute Zusammenstellung bei den Herausgebern gelungen ist. Es war uns nämlich wichtig, dass das Abgabenverfahren so vielfältig es ist und auch der Rechtsschutz so vielfältig es ist, aus den unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet wird und wir deshalb auch Leute im Herausgeberteam haben, die die unterschiedlichen Perspektiven in der tagtäglichen Arbeit und Praxis auch erleben. Deshalb eben Wissenschaft, Beratung, Verwaltung und dann auch die Gerichtsbarkeit. Zur Zusammenarbeit im Herausgeberteam, das funktioniert aus meiner Perspektive wunderbar. Wir hatten bisher leider erst 2 physische Herausgebersitzungen, die sind auch dann Corona irgendwie zum Opfer gefallen. Das heißt, das ist dann alles auch remote, über E-Mail hat das funktioniert, aber trotzdem ausgezeichnet, natürlich auch mit Unterstützung des Linde Verlags, glaube ich, sind uns da bisher sehr gute Zeitschriften oder Ausgaben gelungen. Wir werden dann ab Sommer hoffentlich auch wieder persönliche Treffen machen können, wo wir uns dann in den Herausgebersitzungen austauschen können persönlich, weil Sie gefragt haben, zur fachlichen Aufteilung, die haben wir jetzt, also wir haben jetzt ja das Heft nicht untergliedert in verschiedene Kategorien oder Spartenrubriken. Das heißt, wir haben auch unter uns Herausgebern keine wirkliche Aufteilung vorgenommen. Wir versuchen vielmehr aus den Bereichen, aus denen wir kommen, zu schauen, dass wir dort Autoren gewinnen, dass wir aus den Bereichen Themen auch finden. Das wäre zum Beispiel bei mir oder bei der Frau Kollegin Linzer-Strassner einfach Fälle aus der Beratungspraxis, ja, was uns so unterkommt, wo ein Abgabenverfahren vielleicht einmal nicht so gelaufen ist oder eine besondere Rechtsfrage hervorgebracht hat, dass wir versuchen, solche Themen dann auch in die Zeitschrift zu bekommen. Und genau das Gleiche macht der Herr Professor Staringer aus der wissenschaftlichen Perspektive, der Martin Fock, wie gesagt, aus der Verwaltungsperspektive und der Christian Lennes aus der Gerichtsbarkeit. Einziger Unterschied ist, das hatten Sie ja auch angesprochen, die Rechtsprechung. Da haben wir tatsächlich uns bemüht, dass wir eine Person haben oder 2 Personen haben, die das konstant und regelmäßig monitoren, sodass es diese eine Rubrik tatsächlich immer gibt, aktuelle Rechtsprechungsübersicht. Ja, genau. Ja, und da gibt es sicher sehr viele Fälle. Auf jeden Fall, ja. Das bringt mich zu meiner zweiten Frage. Ja. Ich meine, ich sehe es bei uns, dass doch viele Fälle verfahrensrechtlich enden und nicht materiellrechtlich. Und dennoch habe ich den Eindruck, dass Studenten und Studentinnen nicht unbedingt das
das Abgabenverfahrensrecht Ihre Lieblingsmaterie sehen auf der, in der Ausbildung. Was macht das Abgabenverfahren oder generell das Verfahrensrecht so schwierig? Das ist eine sehr gute Frage und ja, ich gebe Ihnen recht. Ich glaube, bei den Studenten steht das nicht so an erster Stelle, aber jetzt nicht nur im Abgabenbereich, sondern insgesamt, glaube ich, ist Verfahrensrecht ja, nicht ja. so das Liebkind, außer die Studenten haben von vornherein für sich entdeckt, sie wollen unbedingt die streitigen Anwälte werden und im Zivilverfahrensrecht tätig sein, dann ist es vielleicht was anderes. Aber überall anders, wo das Verfahrensrecht ja sozusagen mit der Materie irgendwo mitläuft und das Steuerrecht, das materielle Steuerrecht, das hat ja schon so einen Umfang, so eine Komplexität, dass das Verfahrensrecht dann oft, habe ich das Gefühl, an der Uni einfach nur so als Beiwagerl ja. mitläuft und man einfach mal den Verfahrensgang sozusagen beherrscht, aber die Details dann einfach nicht mehr unterbringt. Ja. Ich selber bemühe mich, wenn ich eine Lehrveranstaltung an der WU habe, was immer wieder vorkommt, dass ich dem Ganzen doch eine stärkere Bedeutung beimesse. Aber nachdem sonst die Materie so viel Inhalt erfordert, bleibt dann oft wenig Zeit. Ja. Also ja, ich finde auch, dass es stiefmütterlich oft behandelt wird. Zu Unrecht sollte einen höheren Stellenwert eingeräumt bekommen, weil, wie Sie sagen, oft geht es dann um die verfahrensrechtlichen Feinheiten, die dann entscheidend sein können, für den Fall in die eine oder in die andere Richtung dann zu drehen. Und gerade finde ich aus der Perspektive des Anwalts, der Anwältin, ist ja gerade das Verfahrensrecht, das vor Gericht gehen, eigentlich das, was den Anwaltsberuf irgendwo doch auch ausmacht, nicht in traditioneller Hinsicht. Und darum finde ich gerade, als Anwältin sollte dem Verfahrensrecht allgemein, aber für mich halt dem Abgabenverfahren mehr Bedeutung beigemessen werden. Ich meine, Sie können sich einen Einblick geben in Ihre Ausbildung. Haben Sie den Eindruck, dass dort das vielleicht auch etwas zu wenig behandelt wird? Das war, also meinen Sie jetzt meine Ausbildung im Job oder die tatsächliche Universität? Nein, ich denke mir in rechtsberatenden Berufen. Mhm. Sie haben ja die Steuerberaterprüfung, dann gibt es die Rechtsanwaltsprüfung. Ist da das, ich meine, nachdem ich jetzt nicht Anwältin oder Steuerberaterin bin, ist dort das vielleicht zu wenig verankert in der Ausbildung? Also ich kann es nur für die Anwaltsprüfung sagen, weil ich die Anwaltsprüfung ja gemacht habe. Dort ist natürlich das Steuerrecht insgesamt nimmt einen ganz kleinen Teilbereich nur ein. Also in der Anwaltsprüfung ist ja eigentlich Stoff die gesamte österreichische Rechtsordnung, wird dann von den Prüfern jeweils ein bisschen eingeschränkt, je nachdem, wo deren Spezialgebiete liegen. Aber ich hätte noch nie wahrgenommen, dass das Steuerrecht als solches dort besonders relevant ist. Dort wird, also bei der Prüfung wird Steuerrecht, wenn es geprüft wird, geht es dann um die Frage, die den Anwalt oder die Anwältin immer wieder interessieren oder treffen können. Das sind so Fragen wie Immobilienertragssteuer bei Immobilientransaktionen, natürlich Grunderwerbsteuer, Gebühren, ja, aber damit hat sich es auch dann schon. Und darum würde ich die Frage auf jeden Fall mit Ja beantworten. Also für die Anwaltsprüfung per se Steuerrecht und Abgabenverfahren eine ganz, ganz untergeordnete Rolle. Ich meine, es gibt mittlerweile viele Anwälte, die auf Steuerrecht spezialisiert sind. Also ich bin gerade im Gespräch für meinen nächsten Interviewpartner mit dem Dr. Franz Althuber. Mhm. Auch er ist Anwalt und Steuerberater und arbeitet in einer Anwaltskanzlei. Ja. Zu meiner nächsten Frage. Sie sind Expertin im internationalen Steuerrecht. Ich habe von Ihnen viele Aufsätze und Artikel gelesen. Unter anderem haben Sie sich in letzter Zeit intensiv beschäftigt mit dem EU-Besteuerungsstreitbeilegungsgesetz. Sind Sie mit dem festgelegten Verfahren zufrieden? Also ich glaube, dass mit dem neuen Gesetz, das ja seit 1.9.2019 bereits den Steuerpflichtigen jetzt eine zusätzliche Möglichkeit bietet, internationale Steuerstreitfälle beizulegen, dass da schon ein wichtiger Schritt in Richtung, sagen wir jetzt mal, Rechtsschutz vielleicht auch getätigt wurde, weil unter dem neuen Gesetz, das basiert ja auf einer EU-Richtlinie, den Steuerpflichtigen weitere Rechte eingeräumt worden sind, als sie bisher in so internationalen Steuerstreitbeilegungsverfahren vorhanden waren. Man muss dazu sagen, dass das Verfahren, das jetzt in dem Gesetz niedergeschrieben wurde, per se nicht neu ist. Ja, also das ist ja das Verständigungsverfahren und dann das Schiedsverfahren. Das gab es bisher schon unter DBA, das gab es bisher schon im EU-Schiedsübereinkommen. Also das Verfahren per se ist nicht neu. Aber das EU-Besteuerungsstreitbeilegungsgesetz ist jetzt ein bisschen feiner, sage ich jetzt einmal, was die Rechte des Steuerpflichtigen anbelangt. Gleichzeitig muss man aber dazu sagen, wie eben Verständigungsverfahren oder Schiedsverfahren unter DBA, es ist ein Verfahren zwischen den beteiligten Staaten, also der Steuerpflichtige, die Steuerpflichtige per se hat dort keine Parteistellung, ist jetzt nicht so involviert.
Das macht es aber, finde ich, aus der Beraterperspektive so spannend, weil man dann von Beginn an ganz genau erstens mal dem Mandanten sagen muss, welche Verfahren bieten sich denn jetzt an für den konkreten Fall, ja, welche machen Sinn. Deshalb ist es so wichtig, finde ich, das Abgabenverfahren in seiner Gesamtheit zu überschauen und zu überblicken und den Mandanten aber dann auch gut dahingehend zu beraten, dass dort, wo dem Mandanten, der Mandantin Möglichkeiten gegeben werden im Verfahren, sich einzubinden, dass man sich dort dann auch entsprechend einbringt. Verstehe. Wie es dann läuft, ich glaube, da wird die Praxis dann zeigen, ob es funktioniert oder nicht. Bleiben wir bei den internationalen Entwicklungen. Sie verfolgen diese und Sie beobachten auch die OECD. Daher meine Frage, können Sie einen Blick in die Zukunft werfen, vor allem jetzt unter dem Gesichtspunkt von Covid-19? Also das ist eine ganz spannende Frage, weil ich glaube, die Zukunft gerade im Bereich des internationalen Steuerrechts, da tut sich gerade so viel, da bleibt wirklich auch tagtäglich fast kein Stein mehr auf dem anderen. Wie wir im Februar dazu korrespondiert haben, da war es irgendwie oder hat es noch so ausgesehen, wie wenn die OECD-Arbeiten ungestört weiterlaufen und bis Ende diesen Jahres dann die Vorschläge am Tisch sind und dann auch eine Umsetzung erfolgt. Da geht es ja einerseits um die verstärkte Besteuerung der digitalen Präsenz in unterschiedlichen Ländern, aber auch um das Konzept der Mindestbesteuerung. Und da hat es so ausgesehen, wie wenn das alles durchgeführt wird, dann kam Covid, wie Sie richtig sagen. Natürlich, da sind auf einmal andere Probleme, sage ich jetzt mal, an erste Stelle gekommen. Das hat das Verfahren dann auch ein bisschen verzögert. Und was jetzt neu dazugekommen ist, ist ja überhaupt die Position der USA, die ja bisher das Ganze auf OECD-Ebene unterstützt haben, die Arbeiten, und sehr, sehr wichtig auch waren eigentlich für die Arbeiten. Und dort hat sich ja einerseits getan, dass die Amerikaner sich aus den Arbeiten vor allem zu dieser digitalen Präsenz herausgezogen haben, weil sie sagen, das betrifft hauptsächlich ihre Unternehmen. Das heißt, da haben sie ihre Unterstützung zurückgezogen. Da wird man sehen, was das jetzt dann tatsächlich für die Arbeiten bedeutet. Und dann haben sie gleichzeitig ja auch diese handelsrechtliche Untersuchung gegenüber Österreich initiiert, unter anderem gegen die Digitalsteuer. Also auch das ist so ein ganz spannender Aspekt, finde ich, im Gesamtkomplex dieser internationalen Entwicklungen. Und ich glaube, aktuell muss man da auf politischer Ebene mal überhaupt ausverhandeln, was denn da jetzt wie und wann funktionieren kann. Inhaltlich habe ich jetzt in letzter Zeit dazu wenig gesehen, leider. Also ich bin gespannt, was kommt und wenn ja, wenn es kommt oder wann es kommt. Ich sehe das ziemlich langwierig und langfristig. Ja. Und die EU hat dazu ja auch nicht geschwiegen und hat auch gesagt, wenn sich nichts tut, dann gibt es eine EU-Digitalsteuer. Also mal sehen. Ja, mal sehen. Ja. Ich habe abschließend noch eine persönliche Frage. Und zwar bemerkenswert finde ich, dass Sie haben auf der WU studiert, internationale Entwicklungen. Betriebswirtschaft, ja. Internationale Betriebswirtschaft. Und haben aber dann klassisch auch auf der Universität Wien JUS studiert. Und Ihre Doktorarbeit haben Sie dann wieder auf der WU fortgesetzt. War das von Anfang an geplant oder was waren die Beweggründe? Ich finde es sehr bemerkenswert und ganz großartig. Also woher auch immer, dass mich das Steuerrecht interessiert und dass ich in die Richtung gehen möchte, das war für mich irgendwie von Anfang an klar. Und in Wahrheit, wenn man sich fürs Steuerrecht interessiert, hat man ja tatsächlich die beiden Zugänge, entweder den klassisch-juristischen Weg oder den Wirtschaftsweg über die WU. Ich muss dazu sagen, wie ich studiert habe, gab es diese Kombination des Wirtschaftsrechts, so wie es heute gibt, nicht. Würde ich heute wieder anfangen zu studieren, würde ich mir das überlegen, ob ich nicht diese Kombination oder diesen Studiengang wähle. Mich hat es dann am Ende des Tages vorrangig auf die WU gezogen aufgrund der Sprachen, weil ich einfach meine Sprachen, die ich an der Schule gelernt habe, nicht verlieren wollte. Und da hat die Wirtschaftsuniversität auch, was Auslandsstudium anbelangt und so, ein wahnsinnig tolles Angebot. Und das klassisch-juristische, das wollte ich aber auch nicht ganz verlieren. Und darum hatte ich mich dann dazu entschlossen, das auch noch, ich möchte nicht sagen mitzumachen, weil es war ja dann schon noch ein bisschen ein Aufwand, aber das auch noch anzuschließen. Und die Dissertation im Steuerrecht, das ist einfach dem Institut für Steuerrecht geschuldet an der WU. Das hat einfach einen Namen. Und da war für mich klar, dass wenn ich im Steuerrecht dissertiere, dass ich das dann dort mache. Ja, sehr schön. Ich meine, warum ich das so betone, ist deswegen, weil ich habe klassisch studiert und ich wollte ja nicht auch auf der WU etwas dazu machen und ich muss gestehen, mich hat dann gleich im ersten Semester diese Lohnverrechnung nicht unbedingt positiv gestimmt, weiterzumachen. Also deswegen schön, dass Sie wirklich diese beiden Studien abgeschlossen haben. Vielen Dank. Ich komme schon zur letzten Frage.
Und zwar Frauen in der Wissenschaft, das habe ich gefragt, die Frau Dr. Elisabeth Steinhauser von der Universität Salzburg. Ich möchte Sie daher fragen, Frauen in der Anwaltschaft. Mein Eindruck ist nämlich schon, dass sowohl in der Wissenschaft als auch, dass doch die Frauen nun mehr präsent sind, auch in Führungsebenen. Also das ist ein Eindruck, den ich bestätigen kann und das freut mich auch sehr, dass der Eindruck so existiert. Wenn man bei uns in die Kanzlei schaut, da hat sich in letzter Zeit wahnsinnig viel getan. Also wir haben, wenn ich mir die Anwärterinnen und Anwältinnen anschaue, eine ganz beträchtliche Anzahl von, oder es sind sehr viele Frauen einfach dabei. Wir sind vielleicht noch nicht ganz dort, wo, oder insgesamt die Anwaltei ist vielleicht noch nicht ganz dort, wo sie hin möchte, aber ich glaube, es werden die richtigen Hebel in Bewegung gesetzt, auch dass tatsächlich das nicht nur ein Eindruck ist, sondern auch tatsächlich der Wahrheit entspricht, dass Frauen immer präsenter werden, auch in Führungsrollen. Jüngstes Beispiel: Seit 1. Juli gibt es die Frau Professor Caroline Spies an der Wirtschaftsuniversität und sie ist mein Gast im Juniheft vom BFG-Journal, wird also auch bald hier Platz nehmen. Ja, wunderbar, also ein ausgezeichneter Gast auf jeden Fall. Ja, zum Abschluss noch bitte beantworten Sie die persönlichen Fragen. Was ist Ihr Ziel für heuer? Ja, auch das hat sich natürlich geändert, nicht im Vergleich zu dem, was wir im Februar gesagt haben, weil da stand ja doch auf der Liste ganz oben, dass ich eine Reise nach Japan dieses Jahr plane. Ja. Das hat jetzt leider alles nicht funktioniert. Ach, richtig. Das drum Ziel für heuer. Also vielleicht steht mir jetzt noch die Möglichkeit bevor, in den nächsten Monaten an einem deutschen Standort unsere Kanzlei tätig zu werden. Das wäre auch ein schönes Ziel, das zu erreichen. Und ansonsten, ja, ich glaube, gesund bleiben ist auch etwas, was man als Ziel aktuell sich irgendwie vornehmen kann. Ja. Was gefällt Ihnen besonders an Ihrer Arbeit? Ich glaube, die Tatsache, dass wirklich kein Tag dem anderen gleicht, ja, das macht es einerseits herausfordernd, aber auch sehr, sehr spannend. Ja. Also ich weiß oft gar nicht am nächsten Tag dann, auch wenn ich mir einen Plan mache, was ich am nächsten Tag alles so angehen möchte, es ändert sich dann alles, weil die Mandanten mit unterschiedlichsten Anfragen hereinkommen. Und was mich gerade im Steuerrecht in der Anwaltskanzlei so, was es für mich so spannend macht, ist eben die Tatsache, dass wir die unterschiedlichen materiellen Steuerrechtsgebiete abdecken. Und jetzt kann es sein, dass es mal eine umsatzsteuerliche Frage ist und am nächsten Tag ist es dann doch wieder die Umgründung, die klassischere. Ja. Und das ist es, was es für mich so spannend macht, aber auch der Austausch mit den Kollegen. Und darum freue ich mich auch, dass wir wieder ein bisschen einen Schritt zurück in die Normalität jetzt gefunden haben und auch im Büro wieder sind, weil das finde ich, ist gerade im Steuerrecht ganz, ganz wichtig. Das heißt, Sie lieben diese Herausforderung und Abwechslung, sehr schön. Genau. Haben Sie Zeit, ein Buch zu lesen? Ich bemühe mich. Das ist meine Frage. Ja, ich bemühe mich tatsächlich. Gerade lese ich, und da bin ich jetzt wirklich nicht up to date, ich lese gerade Gut gegen Nordwind, was glaube ich über 10 Jahre oder 15 Jahre alt ist, aber es hat sich mir so in der Buchhandlung irgendwie aufgedrängt. Also ja, wenn es sich ausgeht, bemühe ich mich auch zu lesen. Auf welchen sozialen Medien sind Sie tätig oder beteiligen Sie sich? Also da bin ich vorrangig auf LinkedIn, weil ich das einerseits als berufliches Netzwerk sehr schätze, aber gleichzeitig auch in letzter Zeit verstärkt als Informationsquelle wahrnehme. Also da werden dann sehr oft sehr schnell Informationen geteilt, die man sonst auf klassischerem Wege, sage ich jetzt einmal, mit 1-2 Tagen Verzögerung bekommt. Ja. Drum ist das Netzwerk, auf das ich mich fokussiere. Was machen Sie nach der Arbeit? Haben Sie dann noch für irgendwas Zeit? Ja. Doch, also ich treibe sehr, sehr gerne Sport, ich mache sehr gerne Yoga, ich gehe sehr gerne laufen und Radfahren, also das versuche ich in den Tag zu integrieren und sonst Freunde, Familie treffen, also das Klassische. Herzlichen Dank, ich wünsche einen schönen Tag und alles Gute für die nächste Herausforderung in einem anderen europäischen Land. Vielen herzlichen Dank, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.